Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute bei mir im Interview ist Hans-Martin Beck. Hans-Martin, du bist Experte der Inka-Tradition. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und uns über die Inka-Tradition berichtest. Hallo Britta, ich freue mich, hier zu sein. Grüß dich. Ja. Wir sehen ja auch schon, du hast dich auch schon richtig platziert im Hintergrund, im Inka-Land. Da wirst du uns gleich noch was drüber erzählen. Du bist Buchautor. Du bist Coach, du bist spiritueller Lehrer und du hast dich eben, wie gesagt, mit der Inka-Tradition sehr beschäftigt. Und das machst du schon seit über 15 Jahren überhaupt. Wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man darauf? Ja, diese Frage ist wirklich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ich war Mitte, Ende 30. Ich war in der IT, ich hatte einen gut bezahlten Job, ich war gesund. Eigentlich hatte ich ja alles, was ich brauchte. Und ich war auch überhaupt nicht auf der Suche nach Spiritualität oder Spirituellem. Was ich merkte, war, dass ein paar Dinge in meinem Leben unrund liefen. Sagen wir mal, beziehungstechnisch sah es ganz, ganz schwierig aus. Und was die Arbeit anging, war ich so total verunsichert in dem, was ich tat. Meine Chefs kamen jeden Tag zu mir und sagten, Hans-Martin, großartig, dass wir dich haben. Aber ich fühlte mich irgendwie leer und ich fühlte mich am falschen Ort. Jetzt bin ich aber auch wirklich so, ich bin nicht so aufgewachsen, dass meine Eltern mir früher gesagt hätten, spür mal in dich rein, fühl mal, was du möchtest, lass dir Zeit. Ich bin in einem recht pragmatischen Haushalt aufgewachsen und da musstest du eben nach dem Abitur gleich wissen, was du tust, Ausbildung, Studium und dann sollte das so gehen. Und ich bin über eine Freundin zu einem Schamanen gekommen und ich bin damals wirklich nur hin mangels Alternativen. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich hatte eine Einzelsitzung, ich hatte keine Erwartung, ich war völlig überrascht, was anschließend so alles in meinem Leben passierte. Und dann kam diese Freundin zu mir und sagte, dieser Typ, bei dem du warst, der bietet auch Ausbildungen an. Geh doch da mal hin. Und ich schaute sie an und fragte sie, bist du von allen guten Geistern verlassen? Was soll ich denn bei einer schamanischen Ausbildung? Und die Freundin sagte zu mir, hast du eine bessere Idee? Oder was hast du denn zu verlieren? Und das ging so tief. Also fand ich mich ein paar Wochen später eben in diesem Kurs. Und da machte es so oft aha, 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 aha. Und da bin ich dann mit etwas zusammengekommen, was mich ganz, ganz tief berührt hat. Drei Monate später bin ich morgens in die Firma, habe meinen Job gekündigt und habe mich dann mit einer schamanischen Heilpraxis selbstständig gemacht. Wow. Dieser Lehrer war nicht wirklich Inka-Tradition, aber es war so etwas, was in diese Richtung ging. Und ein Jahr später kam dann der erste Lehrer aus Peru nach Deutschland, dann war ich dort. Von dort bin ich zum nächsten Lehrer und ich wusste von Anfang an, dass das mein Weg sein würde. Warum? Keine Ahnung. Es war ein ganz, ganz tiefes Gefühl. Und von dort an ging es dann weiter. Und ja, weißt du, ein Jahr später hatte ich dann die Gelegenheit, diese Lehrer, die ich anfangs kennenlernte, selbst nach Deutschland einzuladen. Und das ist jetzt mehr als 10, 12 Jahre her. Wir arbeiten immer noch zusammen, wir sind gut befreundet und irgendwann fing es dann bei mir an, dass ich nicht mehr nur im Workshop mit ihnen übersetzte, sondern diese Übersetzungen ausführlicher gestaltete, bis der alte Mann dann irgendwann zu mir sagte, ich habe das alles gar nicht gesagt, aber ist gut, du fängst schon an zu unterrichten. Und das war mein Weg bis heute. Super, ja. Also man sagt den Inkern ja auch eine sehr tiefe Spiritualität und ein sehr tiefes Wissen nach. Ich wusste gar nicht, dass es da noch wirklich authentische, lebende Lehrer gibt. Man hat ja so, kennt ja so die Mythen, die haben sich dann einfach aufgelöst und plötzlich waren sie weg und so weiter, ne, diese Sachen. Was zeichnet denn die Inka-Spiritualität aus? Was ist da anders? Oder was ist das Besondere? Lass mich noch eins kurz vorweg sagen, Britta. Das ist ja genau die Frage, die ja die Leute immer auch umtreibt. Gibt es die Inkas denn noch und woher weiß man das denn alles? Wirklich, eines der größten Mysterien und der Glaube bis heute war ja, die Spanier kamen nach Peru, haben die Inkas besiegt und dann wurden die alle Katholiken im Laufe der letzten 500 Jahre. Das Spannende ist,
dass die Meister dort ihr Leben nach wie vor lebten und sie sich auch heute noch als Katholiken bezeichnen. Aber heute gibt es eine Glauben an Religion, die ist halb katholisch und halb Inka. Die alten Meister sagen, in Peru haben sich zwei große Traditionen gefunden, haben sich verliebt und haben ein Kind miteinander gemacht. Und dieses Kind ist die heutige Inka-Tradition. Hm. Und wie bei einem Kind auch, kannst du ja nicht sagen, ach, schau mal, das ist viel mehr Papa als Mama. Oder nee, du kannst sagen, die Nase von Mama, der Mund von Papa, die Haare von Oma, Opa. Und so kannst du in der Inka-Tradition sagen, das sind eher katholische Elemente, das sind noch die alten Inka-Elemente. Und diese Menschen haben abgelegen in den Hochanden ihre Tradition 500 Jahre lang relativ rein beibehalten. Aber es wäre ein Stück weit naiv zu glauben, dass du etwas unter einem kolonialen Druck unverfälscht übermitteln kannst. Es sind Elemente dazugekommen. Und in den 1950er Jahren fing es wirklich erst an, dass wir aus der westlichen Welt überhaupt mit diesen Menschen in Berührung kamen und dann aus anthropologischer Sicht anfangen konnten, den Nachweis zu erbringen, dass es da Menschen gibt, die Nachfahren des Inka-Adels sind. Und in den Hochanden gibt es ein Volk, die nennen sich die Queros. Und die Queros werden heute auch vom peruanischen Staat als das Ultimo Inca Ayllu oder Ayllu bezeichnet, die letzte Inka-Gemeinschaft. Und diese Menschen haben das Wissen der Inkas in einer wirklich intensiven Art und Weise beibehalten. Mhm. Was jetzt die Inka-Spiritualität aus meiner Sicht auszeichnet, oder nein, was mir so gut daran gefällt, sagen wir es mal so, ist ihre unglaubliche Naturverbundenheit. Alle Abläufe in der Tradition sind abgeleitet an die Abläufe der Natur. Beispielsweise, stell dir vor, da fällt ein Apfel vom Baum zu Boden. Und wir beobachten, dass nach einer Zeit der Apfel sich zerlegt, dass er verfault und dass an der Stelle was Neues wächst. Für die Inkas und in ihrem Weltbild heißt es, schwere Energie, denn die Materie des Apfels ist ja schwere Energie geht zu Pachamama, die transformiert es, wird fruchtbar und neues Leben kann entstehen. Und die Inkas haben sich diese Art von Abläufe zunutze gemacht und in ihr Weltbild eingearbeitet und sagten, na, wenn Pachamama das kann, dann können wir Menschen das aber auch. Und so lernen und erlehren dich die Inkas zum Beispiel eine Übung, wie du schwere Energie, Ängste, Sorgen, Probleme von anderen Menschen essen und transformieren kannst, damit dem Menschen gut geht, damit Pachamama genährt wird und damit du dich nähren kannst. So sind ganz, ganz viele Abläufe in dieses Weltbild eingearbeitet. Und eine der großartigsten Dinge, und das ist, glaube ich, das, was es von unserem Weltbild so unterscheidet, ist, dass die Inkas sagen, lebendige Energie ist im Überfluss vorhanden. Das Leben ist im Überfluss vorhanden. Und wenn du anfängst, an dieses alles ist im Überfluss vorhanden zu glauben, dann stellst du fest, dass du dich von anderen Menschen nicht wirklich groß abgrenzen musst, dass du nichts verteidigen musst, dass du dir nichts nehmen musst. Für alle ist genug da. Und das fördert ein Zusammenleben und eine Art Sozialleben, was natürlich das Inka-Reich auch ausgezeichnet hat. Also Fülle und ein Wissen, was, denke ich, gerade jetzt, wir sind ja in der Corona-Krise, Krise als Chance, was jetzt sehr nützlich sein kann, ne? Sehr hilfreich sein kann. Es ist ein Wissen, was uns überhaupt in Europa helfen kann. Denn wenn ich an die Flüchtlingskrise denke, an die Vorbehalte, an die Ängste und Sorgen von Menschen, die Inkas haben es geschafft, in 90 Jahren ein Weltreich, eine Zivilisation zu erschaffen, ohne Hunger, ohne Armut. Also 15 Millionen Menschen ohne Hunger, ohne Armut. Etwas, was keine andere Zivilisation bis heute jemals erreicht hat. Und warum? Weil alles in ihrem Weltbild auf das Teilen ausgerichtet war. Teilen aber nicht im Sinne von, ich gebe dir und gebe dir und gebe dir, sondern teilen im Sinne von,
Ich schaue, dass es mir gut geht mit einer Übung und gleichzeitig gebe ich dir davon etwas ab. Die Inkas haben anderen Völker ihre Technologien angeboten. Sie haben ihnen die Webkunst, den Terrassenbau angeboten. Sie haben sich mit den Menschen dort verheiratet. Sie sind also enge soziale Bindungen eingegangen. Und alles war auf das Teilen ausgerichtet, sodass am Ende jeder mit allem versorgt war, was er brauchte. Gleichzeitig haben die Inkas aber auch diesen anderen Völkern, die in das Inka-Reich reinkamen, gesagt, bitte behaltet eure Tradition bei. Behaltet eure Kleidung, behaltet eure Sprache, behaltet eure Zeremonien, behaltet eure Religion. Wir brauchen eine gemeinsame Handelssprache, das Quechua, um uns auszutauschen. Aber wir wollen nicht, dass ihr euch assimiliert oder angleicht. Behaltet eure Lebensweisen und lasst uns schauen, dass wir gemeinsame Nenner finden. Und das hat dazu geführt, dass natürlich das Reich exponentiell groß wurde und groß werden konnte, weil die Menschen sich darin wohlfühlten. Ja, und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Genau, genau. Ja. Wie wendest du jetzt das in deinem täglichen Leben an? Kannst du da ein paar praktische Beispiele geben, dieses Wissen? Wie wendest du es an oder wie können andere das anwenden? Es gibt ganz einfache Übungen, die man macht. Und diese Übungen zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nur im Geiste, nur per Intention macht. Du siehst jemanden, der die Tradition praktiziert, überhaupt gar nicht an, dass er jetzt gerade Energiearbeit macht. Weil diese ganzen Übungen ohne Armbewegungen, ohne Laute, im Stehen, im Sitzen, im Liegen, beim Autofahren, bei der Arbeit gemacht werden können. Und ich wende zum Beispiel die Übungen dann an, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht. Und die Situation habe ich ja auch häufig genug, weißt du, dass Menschen beispielsweise mit merkwürdigen Forderungen kommen oder, ich sag mal, mir ihre Probleme vor die Füße werfen. Und immer wenn ich aber merke, dass es mir jetzt nicht gut geht, ich ärgere mich, ich bin vielleicht enttäuscht, dann mache ich eine Übung, um das Schwere an die Pachamama abzugeben. Das Beispiel, was ich vorhin mit dem Apfel, der zu Boden fällt, erzählt hatte. Das heißt, ich mache eine Übung und gebe meinen ganzen Frust oder meine Wut, meine Ärger, meine Enttäuschung ab. Und dann merke ich, ich komme bei mir an. Ja. Weil warum soll ich es denn an jemand anderen geben? Es erzeugt immer nur mehr schwere Energie. Ja. Wenn ich dann bei mir bin und ich merke, der andere ist noch immer, hat seine Themen, dann ist das für mich auch schwere Energie. Denn dem anderen geht es ja nicht gut. Das ist ja das Einzige, was ich sehen kann. Ihm geht es nicht gut, wenn jemand schreit, wenn jemand weint. Es geht ihm nicht gut. Und dann fange ich an und esse dessen schwere Energie. Wir sind, oder aus dem Weltbild der Tradition heraus, ist das nicht übergriffig. Und wir fragen auch nicht um Erlaubnis. Aber es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Weil wir schwere Energie, also die Ängste, die Sorgen, die Probleme der Leute, nicht als die Essenz eines Menschen begreifen. Genauso wenig wie Staub, der sich auf einem Tisch ablegt, ja auch nicht den Tisch definiert. Der Staub entsteht als Konsequenz des Lebens. Es ist Allgemeingut. Und wenn ich den Tisch reinigen wollte, dann fahre ich mit der Hand nur einmal rüber und dann ist er gereinigt. Der Staub wird aber wiederkommen. Ja. Wenn jemand seine Glaubenssätze, seine Ideen, seine Gedanken, seine Probleme behalten möchte, kann er sich die alle wiederholen. Ich nehme ihm da nichts weg. Die Tradition sieht es nur so, dass wenn wir ein leichtes, ein harmonisches Leben leben möchten, dann geht es nur dann, wenn wir harmonische soziale Beziehungen haben. Wenn wir miteinander in Kontakt sind. Schwere Energie, weißt du, unsere Ängste, unsere Sorgen hindern uns daran, in Kontakt mit anderen zu gehen. Wir grenzen uns eher ab, wir ziehen uns zurück. Und um in Kontakt mit den Menschen zu kommen, wende ich dann die Übung an und dann merke ich, wie die Energie wieder fließen kann. Super. Und du redest viel vom Panchamama. Ist das die Erde oder was bezeichnen die Inkas als Panchamama? Pacha heißt, Pacha, je nachdem, wie ich es einsetze, wie ich es nutze, vom Kontext her, Raum oder Zeit. Pachamama ist die Mutter von Raum und Zeit. Ah, okay.
Und seit Einstein wissen wir ja, dass Raum und Zeit das Universum ist. Die Inkas hatten also vor 500 Jahren schon eine weibliche Göttin, sie nannten sie die Mutter von Raum und Zeit, und einen Gott, und sie nannten den Vater von Raum und Zeit. Das heißt, Vater und Mutter, Mann und Frau, haben das Universum zusammen erschaffen. Und für die Inkas gab es schon immer nur männlich und weiblich. Es gab schon immer diese zwei Energien, die nur zusammen wirklich harmonisch sein können. Und das findest du im gesamten Weltbild. Du siehst bis heute, dass die ganzen indigenen Menschen, dass die Meister Männer und Frauen sein können. Männer und Frauen werden zwar angesehen mit, weißt du, unterschiedlichen Pflichten, sie machen unterschiedliche Aufgaben, aber sie haben die gleiche Würde, sie haben die gleichen Rechte. Und die Frau sagt dem Mann auch schon mal, wie er sich zu verhalten hat und was er da tun soll. Und der Mann macht es umgekehrt auch mit der Frau, wenn er sieht, dass da ein bisschen was falsch läuft. Super. Aber generell steht beiden alles offen in diesem Weltbild. Es ist schade, dass wir so wenig darüber wissen, über diese Inka-Tradition. Kannst du dir erklären, warum das bisher noch nicht so zu uns vorgedrungen ist? Die einzige Erklärung, dass die Inkas, obwohl sie eine Zivilisation gegründet hatten, nie die Schrift erfunden hatten. Die Inkas haben dieses Reich ohne die Schrift, ohne Geld, ohne die Erfindung des Rahmen gegründet. Und es ist klar, wenn du nichts niederschreibst, dann wird das ganze Wissen von Lehrer zu Schüler weitergegeben. Dadurch wächst es aber auch, dadurch kann es sich verändern und dadurch hast du aber nicht diese Glaubenskriege, die wir natürlich in anderen Traditionen sehen, wo man sich auf Schriften berufen kann, die so und so alt sind. Also der Nachteil ist sicherlich, dass du nur das noch an Wissen hast, was mal irgendwann weitergegeben wurde. Der Vorteil, was heißt Vorteil? Die andere Seite ist, dass du dich auch schlecht darüber streiten kannst. Ja, also so eine Schülermeister, also immer überliefert. Ja klar, da kann man nicht viel nachlesen. Braucht man immer einen Lehrer. Aber jetzt haben wir ja dich. Jetzt haben wir ja dich und du, wenn ich das jetzt mehr, mich darüber mehr, oder unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mehr einsteigen möchten, was ist zu tun? Wie können wir das Wissen kriegen? Wie können wir das anzapfen? Du könntest beispielsweise, könntest du bei Lehrern lernen. Also wenn du den klassischen Weg gehen wolltest, würdest du nach Peru gehen und würdest dann jemanden finden, der dich nicht ausbildet. Diese klassische Ausbildung kennen die Menschen in Peru nicht. Du verbringst Zeit mit einem Lehrer, du kommst, du gehst, du machst dein eigenes Tagesgeschäft, ihr trefft euch wieder, er erzählt dir Geschichten, er gibt dir Ratschläge, du fragst ihn und so lernst du. Das ist aber jetzt etwas, was lange, lange, lange Zeit braucht. Ja. Klar. Deshalb bin ich ja auch froh, dass ich Leute getroffen hatte, die mir das in einer eher mehr komprimierten Version beibringen konnten. Und das ist das, was ich den Menschen auch heute zeigen kann. Die einfach mal reinschnuppern wollen und vielleicht mal so ein erstes Gespür für die Tradition haben wollen, die können die Pachamama Challenge machen. Du machst keine Challenge mit der Pachamama, sondern Pachamama challenged dich. Das ist so der Hintergrund. Und da lernst du 4 kleine Rituale und Übungen, mit denen du dich aber mit dieser großen Mutter austauschen, Antworten auf Fragen erhalten kannst oder auch dich mit Energie aufladen kannst. Das zeige ich dir in dieser Pachamama Challenge. Das ist das eine. Wenn du dann mehr wissen möchtest, dann kannst du 2,5 Wochen Weltbild, Eingangsübungen, dieses Essen von schwerer Energie, was ich zum Beispiel vorhin erzählt hatte, das alles, diese wichtigsten Grundübungen lernst du in den ersten 2,5 Wochen. Das ist der Einführungskurs. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte wissen, wie man Liebe zum Beispiel, wie ich Liebe produzieren kann. Wie kann ich Liebe erschaffen und diese Menschen weitergeben? Dann kannst du auch noch tiefer einsteigen und einen 9-wöchigen Online-Kurs machen. Und das Geschenk, was du heute an uns hast, ist diese kostenlose Pachamama Challenge, die man auf deiner Webseite, da geht man auf deine Webseite oder wie funktioniert das? Und dann, Am einfachsten ist es tatsächlich, du gehst auf die Webseite, das ist die inka-world.com.
Und da findest du gleich auf der Startseite Pachamama Challenge. Und meldest du dich an und dann bekommst du jeden Tag eine E-Mail mit Übungen, mit Aufgaben, mit Feedback beispielsweise und dann kannst du das machen. Und dort auf der Webseite findest du halt eben auch die Übersicht, was es sonst noch gibt. Du findest ein paar Informationen zum Weltbild. Da ist alles, dreht sich auf dieser Webseite eben um die Inka-Tradition, ja. Schön. Und wenn es gefällt, dann geht man Stück für Stück weiter, ne? Also Stück für Stück. Gibst du auch Einzelberatung, sowas? Kann man das auch bei dir bekommen? So ein Coaching? Oder? Britta, es war der Ton eben gerade kurz weg. Kannst du die Frage nochmal bitte wiederholen? Ja, das ist natürlich, ich glaube, es nutzen gerade ganz, ganz viele die Technik und das Internet. Und deshalb haben wir vielleicht ein paar, ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass die Qualität manchmal ein bisschen hinkelt hier. Was war meine Frage jetzt? Ach so, meine Frage war, ob man auch direkt bei dir ein Coaching bekommen kann. Also mache ich auch. Ja. Mache ich auch, diese Coachings, diese Einzelsitzungen. Der Schwerpunkt allerdings ist ganz klar in der Vermittlung des Wissens. Warum? Natürlich sind meine Lehrer auch allesamt Heiler und Coaches gewesen. Aber letztlich ist das Bestreben, die Menschen selbstständig zu machen, in die Selbstständigkeit zu führen. Ich gehe auch zu Coaches, auch ich lasse mir helfen, wenn ich das Gefühl habe, ich komme an meine eigene schwere Energie, an ein gewisses Thema nicht heran. Deswegen mache ich das mit Menschen auch. Aber ich begleite Menschen nicht über Wochen oder Monate. Das lasse ich dann andere Leute machen, sondern ich bin eher der Typ, der sagt, komm, ich zeige dir, wie du die Dinge für dich machen kannst, damit du dir, aber auch deiner Familie, Businessumfeld für dich harmonische Verbindungen herstellen kannst. Super, also so Hilfe zur Selbsthilfe, ich werde selbstständig und kann was tun, eine Anleitung zur Selbstermächtigung oder wie, ja, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Nun hast du auch ein Buch geschrieben, du warst ja schon mal auf den Lebensfreudemessen mit deinem Buch. Hast du es gerade da? Oder? Warte, ja, schau mal. Spirituelles Wissen der Inka, genau. Da haben wir auch einen sehr erfolgreichen Vortrag, hast du darüber gehalten. Genau, es gibt noch eine CD dazu. Ach, jetzt wird es gerade gespiegelt. Na, egal. Nee, wir sehen es richtig. Das siehst nur du gespiegelt. Wir sehen es. Wunderbar. dieses Buch geht es gerade in die zweite Auflage. Es erscheint aufgrund einiger Dinge, die da ein bisschen falsch gelaufen sind, nicht mehr im Schenner Verlag, sondern ich habe es die Rechte zu mir zurückgeholt und es erscheint jetzt ab Mai, Anfang Juni spätestens, in der zweiten Auflage. Und dort wird es vorerst nur mal bei Amazon erhältlich sein und auch bei mir über die Webseite direkt. Ich hätte es gerne in den Buchhandel allgemein gebracht, aber der Aufwand war jetzt relativ groß. Deswegen jetzt nur über diese zwei Bezugsquellen. Ja, ist ja überhaupt toll, dass man an ein Buch wieder rankommt von dir. Das ist überhaupt schon sehr schön. Also es gibt ja viele Leute, die gerne lesen und gern was in den Händen und noch Papier gern in den Händen haben und das als Arbeitsbuch nehmen. Also ihr könnt jetzt auf Hans Martins Webseite gehen, www.inka-world.com. Und da könnt ihr euch zur kostenlosen Pachamama-Challenge anmelden und schon mal die ersten Erfahrungen machen. Und dann natürlich die weiterführenden Kurse. Und wer ein Coaching braucht, mal was, es kann ja sein, ne, mal, dass man mal sprechen möchte oder ganz spezielle Fragen hat, die können dann sicher auch über die Webseite zu dir Kontakt aufnehmen, ne, Hans-Martin? Genau. Ja, genau. Vielleicht auch mal wieder auf der nächsten Messe. Da freue ich mich drauf. Wenn wir dann mal wieder was veranstalten dürfen. Und erwähnen möchte ich natürlich auch, dass du Reisen anbietest, direkt an den Ort des Geschehens. Du fliegst also mit Gruppen dorthin. Wir haben gerade drüber gesprochen, im Moment dieses Jahr ist es etwas erschwert. Man weiß nicht, ob man darf oder ob du hast es geplant, zwei Gruppen. Aber es ist noch offen, ob du darfst oder nicht. Ne? Wenn wir dürfen, dann werde ich den Menschen, die mitkommen, ein unglaublich schönes Erlebnis zeigen können, weil wir keine touristische Veranstaltung machen. Wir werden fast die ganze Zeit über mit indigenen Meistern unterwegs sein. Wir werden die ganzen Kraftorte nicht nur besuchen, sondern wir werden dort auch Übungen und Initiationen machen, wie sie seit 500 Jahren dort gemacht werden oder von Anfang an dort geplant waren. Und
Meine Eltern waren vor 2 Jahren mit dabei. Mein Vater ist jetzt 85, meine Mutter Anfang 80. Und die beiden sind, seit sie in Pension sind, nur am Reisen. Aber zum Schluss sagte mein Vater zu mir, weißt du, wir haben jetzt fast schon die ganze Welt gesehen, aber diese Reise war einer der schönsten, die wir jemals mitgemacht haben. Und Britta, du darfst nicht vergessen, mein Vater hat letztlich wenig Ahnung von dem, was ich da tue. Aber mein Vater war am Ende sowas wie der Oberhäuptling, der jede Übung mitgemacht hat, weil er es einfach so großartig fand. Ja, guck, auch wie schön. Das ist ja ein besonderes Geschenk, ne? Wenn die Eltern das erleben und wertschätzen. Wie schön. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, Hans-Martin, vielen Dank für dieses tolle Wissen. Toll, dass du das hier nach Deutschland bringst und nach Europa. Ganz wichtig, ja auch gerade jetzt wichtig, denke ich, und gerade ein guter Moment, auch jetzt also für euch ist es eine gute Gelegenheit, denke ich, jetzt in neues Wissen einzusteigen und ja, euch euer Leben zu kreieren, wie ihr es möchtet. Und ja, wer sich jetzt angesprochen fühlt, dann auf in das Wissen der Inkas mit Hans-Martin Beck. Vielen Dank, Hans-Martin. Ihr findet unten alle Links natürlich drunter. Ich drücke die Daumen, dass ihr reisen dürft, wenn nicht dieses Jahr, aber im nächsten Jahr ganz sicher. Das glaube ich auch. Hallo. Danke für das nette Gespräch, Britta. Ja, das macht mir sehr viel Freude. Wir sehen uns. Danke nochmal und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.